Wir leben in einer Zeit noch nie dagewesenen Wohlstands. Wir. Das ist ein kleiner Teil der Menschheit. Mindestens 80% entsprechen 6,3 Milliarden, 6.300 Millionen unserer Mitmenschen nehmen an diesem Wohlstand nicht teil. Auch, weil wir sie nicht teilhaben lassen. Denn ein erheblicher Teil unseres Wohlstands ist der Nicht-Wohlstand dieser Menschen. Ausbeutung heißt das Stichwort. Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft, Ausbeutung natürlicher Ressourcen, Auslagerung umweltschädigender industrieller Produktion in diese Länder, Auslagerung der Abfälle unserer Zivilgesellschaft. Unser Wohlstand ist im Wesentlichen ein materieller, weniger ein immaterieller, ein seelischer Wohlstand. Würden wir unseren Wohlstand weiter steigern, so wie dies von Volks- und Wirtschaftswissenschaftlern landauf, landab gefordert und mit den zu erreichenden Wachstumsraten beziffert wird, dann ist der Kollaps des Ökosystems Erde unaufhaltbar. Und wenn wir dann auch noch den Zuwachs der Bevölkerung von 2,6 Menschen netto pro Sekunde reflektieren und wenn wir die 6,3 Milliarden Mitmenschen, die in der sogenannten Dritten Welt leben, zumindest einen Anteil an diesem Wohlstand zukommen lassen wollen, dann werden diese Ökosysteme voraussagbar zusammenbrechen. Wohlstand für alle ist auf dem bisherigen Niveau der Industrieländer nicht möglich. Zumindest kein materieller Wohlstand. Aber vielleicht ist der seelische Wohlstand, das Glücklichsein mit sich selbst und den anderen, eingebettet in eine lebenswerte Natur, so oder so der anzustrebende Zustand. Ich denke das.